Hallo zusammen, Sommerzeit, Urlaubszeit und das lässt mich praktisch mal gerne über ein Spiel sprechen, das ich schon länger eigentlich mal vorstellen wollte, nämlich das wunderbare Vanuatu, ein Spiel, das praktisch auf dem Inselarchipel Vanuatu spielt, das so 1700 Kilometer ungefähr da von Australien, Neuseeland so entfernt ist. Da kommt man als Deutscher normalerweise nie hin. Ja? Und ursprünglich hat mir das Spiel mal der liebe Dominik der Board Game Engine vorgeführt und ich musste es damals unbedingt gleich haben. Übliches Problem, out of print, ja, damit ihr euch möglichst aufregt und so. Aber das ist ein cooles Spiel, das Thema Inselreich, Tourismus, Rohstoffe ernten und Inseln entdecken und sowas vereinbart. Und es ist ja eines meiner Lieblingsthemen bei Brettspielen. Sei es sowas wie Archipelago oder das wunderbare Polynesia, dass ich der Einzige wohl bin, der das mag. Und fügt sich da jetzt recht gut ein, weil Vanuatu ist jetzt nicht irgendwie so ein Spiel, wo ich einfach nur mit so Schiffchen so Inseln abhopse oder sowas und Punkte sammle. Nein, es ist ein relativ knallhartes Spiel. Das mich entscheiden lässt, ob ich Rohstoffe ernte und damit den Exportmarkt bediene. Oder ob ich Touristen ranhole, die mit dem Schiff auf irgendwelche Bungalows fahre, die ich vorher gebaut habe auf Inseln. Oder ich gehe fischen und verkaufe den Fisch. Oder ich finde noch alte untergegangene Schiffe und hole dann noch ein paar Schätze hoch und verkaufe das auch an irgendwelche blöde Touristen oder sowas. Und das ist schon so ein gewisser Wirtschaftsteil dahinter und ein Entdeckerteil, ein Aufbauteil, da ist alles drin. Und das Besondere in diesem Spiel ist im Prinzip auch ja, die Mechanik dahinter. Im Prinzip ist es eigentlich schon ein Worker-Placement-Spiel, wenn man so sagen will, aber mit so einem gewissen Kniff, dass ich mehrere Worker auf die gleiche Aktion stellen kann, um damit die Mehrheit in dieser Aktion zu haben. Weil nur wer die Mehrheit praktisch hat bei einer Aktion, der darf sie auch zuerst ausführen oder überhaupt ausführen vielleicht. Ja. Und wenn ich noch nicht dran bin mit meiner Mehrheit und möchte eigentlich die Aktion machen, muss ich dafür eine andere. Ich muss eine andere Aktion machen, wo ich auch einen Miebel drauf gesetzt habe. Problem ist hierbei vielleicht, dass meine Züge dann nicht so ablaufen, wie ich die geplant habe. Wenn ich zum Beispiel zuerst mit einem Schiff fahren will als Hauptaktion, damit ich mit der zweiten Aktion da auf einer Insel einen Bungalow bauen kann für Touristen, aber die Aktion jetzt gar nicht möglich ist, weil ich nicht die Vorherrschaft oder praktisch den Stich bekomme praktisch bei der Aktion, weil ich hier die Mehrheit habe, dann kann ich nicht mit dem Boot fahren. Ich muss aber jetzt ein Bungalow bauen, aber ich kann gar nicht, weil ich mit dem Boot noch nicht gefahren bin, sodass mein ganzer Zug komplett drauf geht. Und das ist ein wunderschöner Mechanismus, der einen richtig ankotzen kann während dem Spiel, aber auf so eine positive Art, weil man kann ja was dagegen tun. Viele vergleichen diesen Mechanismus ein bisschen auch so mit Rurik, Dawn of Kiew, dieses Spiel, wenn man das mag, wobei es eine ganz andere Art von Spiel ist, aber auch da wählt man Aktionen aus und haut da noch ein paar Miebel drauf, damit möglichst man irgendwie das Sagen hat. Gleichzeitig gibt es ja auch noch Charakterkarten, die einen verschiedene Aktionen boostern, die man im Spiel haben kann. Und das alles in so einem türkisfarbenen Wasserszenario mit Kokosnüssen und Fischen und Schatztruhen und Strand und man kann hier Sandgemälde malen und so. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Passt jetzt gut zur Urlaubszeit, na, wenn man so ein bisschen, wenn man schon nicht wegkommt oder so, weil man jetzt nicht mehr auf die Malediven fliegen kann wie früher, weil es halt einfach nicht mehr geht, weil die Kinder da sind oder so oder es zu teuer geworden ist. Dann lasst uns wenigstens hier im Geiste Kopfkino betreiben und ein bisschen mit Vanuatu ein Inselreich besuchen, um das einfach mal ein bisschen durchzuspielen, aber gleichzeitig auch den Kern eines Brettspieles mit Abzocken anderer Spieler und hinterlistiger Aktionen und Vorausplanen machen. Deswegen, Vanuatu, lasst uns da mal einsteigen für ein bisschen Urlaubsflair vor der Sommerpause sozusagen. Los geht's! Herzlich willkommen auf Vanuatu, auf dieser Inselkette ungefähr 1750 Kilometer östlich von Australien. Versuchen wir unser Glück als Einheimischer, der begehrte Rohstoffe von diesen Inseln abbaut und exportiert. Es gibt hier nämlich die Exportländer, die Interesse an verschiedenen Gütern haben. Wir können Touristen, die auf die Insel kommen, praktisch in Bungalows unterbekommen, indem wir das Inselarchipel praktisch noch weiter erforschen und da kleine Hütten drauf bauen. Wir können uns natürlich entspannen, wir können auf Fischereifahrt gehen, wir können Schätze bergen, die im Meer sind. Und all das können wir machen durch einen, sagen wir mal, ausgeklügelten Auswahlmechanismus für verschiedene Fähigkeiten.
der auf Mehrheiten basiert und viele Leute auch an das Spiel Rurik Dawn of Kiev erinnern, dass das sehr beliebt ist in der Hinsicht. Vanuatu hat es da schon vorher gemacht in der Hinsicht. Und wir haben auch ein paar Charakterkärtchen, die wir nehmen können, um verschiedene Fähigkeiten zu boostern für eine Runde und müssen es dann wieder hergeben. Aber alles eins nach dem anderen. Wir müssen praktisch die Inselgruppe von Vanuatu zu Wohlstand führen und werden halt diese Dinge machen, die ich gerade gesagt habe. Ein Ding ist auch noch interessant. Die Inselkette ist ja auch für seine Sandgemälde berühmt, wenn man das hier mal zeigen will. Praktisch sieht man auch an anderen Inseln, wenn man mal im Urlaub war, dass die Einheimischen irgendwelche Schildkröten oder Muster oder so in den Sand mit Stäbchen reinmachen. Auch das ist hier so ein Teil, wenn man Punkte macht. Und das ganze Spiel atmet ja durch seine Farbgebung und durch die Thematik schon ein bisschen Urlaub. Ja. Also es muss natürlich, Interesse ist es nur für Leute, die solche Art von Urlaub kennen, auch schon mal gemacht haben. Bisschen weiter weg auf irgendwelche Inselatollen oder sowas, dann fühlt man sich da gleich zu Hause und erkennt Dinge wieder. Ist echt spannend. Und wenn man praktisch mit dem Wohnwagen auf Campingplätzen bisher unterwegs war, dann wird man dann mit dem Thema nicht so viel anfangen können. Ja, das ist schon klar. So, das klingt jetzt überheblich, aber ist so. Was machen wir in dem Spiel überhaupt? Also, wie gesagt, wir haben praktisch unsere Würfel, unsere Scheibchen, die wir praktisch haben. In der Zahl 5 Stück. Ich bin jetzt mal Spieler Grün und ich würde mich praktisch erstmal für eine Charakterkarte entscheiden, die mir, sag ich mal, irgendwelche Vorteile bringt. Ja, also zum Beispiel, ich bin der Taucher hier und wenn ich Schätze berge, darf ich sie sofort verkaufen. Ja, ansonsten geht das nicht. Ich muss da immer erst irgendeine Hütte oder sowas haben und irgendwelche einfachen Sachen oder das Bewegen eines Schiffes kostet mich nichts. Irgendwie solche Dinge. Aber da kommen wir später drauf. Ich habe diese 5 Zylinder und die würde ich praktisch oben auf die Aktionskette drauflegen, um eine Aktion auszuwählen, die ich in dieser Runde gerne machen möchte. Und das kann halt sein von meine Schiffe bewegen. Die starten alle, im Prinzip alle hier in diesem mittleren Archipel und die kann ich dann links und rechts hier wegbewegen bis zu 3 Felder weit. Und warum ich das tun sollte, ist halt, wenn ich eine Aktion machen will, wie zum Beispiel diese Schätze aus dem Meer borgen, das sind so kleine Schatztruhen, oder die Fische fischen, dann muss mein Schiff auf dem gleichen Archipel sein. Ansonsten gilt immer, wenn ich was auf einer Insel mache, es kommen später ja auch Inselkörtchen hier irgendwie dazu, und ich möchte da ein Häuschen bauen oder irgendwelche Touristen oder so da abliefern, dann muss mein Schiff immer angrenzend zu diesem Inselreich hier sein. Diese 2 Inseln, die hier auf dem Vulkan unten drauf liegen, sind ein bisschen abgedeckt, die sind praktisch schon die Vorschau für die nächste Runde. Am Anfang der nächsten Runde werden diese 2 Blättchen auf den Spielplan gelegt und das Inselreich erweitert. Und so, da liegen die schon, damit man weiß, was da kommt. Und gehen wir mal die anderen Elemente hier noch durch. Wir haben hier eine Rundenleiste, die uns anzeigt, dass das Spiel 8 Runden geht. In 8 Runden ist es vorbei. Wir haben hier eine Siegpunktleiste, die uns praktisch, oder wie heißt das, Wohlstandspunkte heißt es, genau, Wohlstandspunkte in dem Spiel, die wollen wir haben, der am meisten hat, gewinnt. Wir haben hier oben noch die Bank von Vanuatus mit der eigenen Währung, den Vatus. Das ist auch relativ interessant, das wird hier praktisch, das ist nicht physisch etwas, das du vor dir liegen hast, sondern es wird hier durch diese Leiste angezeigt, wie viel Geld du in der Kasse hast. Und wenn du zu viel Geld hast, also die 9 da überschreitest oder erreichst, dann werden diese 9 sofort in 5 also Wohlstandspunkte umgewandelt und du bist wieder bei 0. Also das ist ein bisschen fies, das Spiel. Du kannst nicht extrem viel Geld anhäufen, sondern wenn du zu viel hast, dann hast du nichts mehr. Ist ein bisschen gemein, aber damit muss man planen. Ja. Hier habe ich schon gesagt, da legen die 3 Frachter aus mit den Gütern, die gefordert sind. Wir haben nämlich hier Kokosnuss, wir haben Fleisch, wahrscheinlich mehr so Fischfleisch und das dritte vergesse ich immer, das ist Kawa-Pfeffer. Genau, also ist wohl bekannt für seinen Kawa-Pfeffer. Und je nachdem, was hier gefordert wird, kann ich da die Sachen auf den Inselreichen erwerben, da drauflegen und dann, wenn das Schiff praktisch voll ist, dann fährt es ab. Und wenn ich es geschafft habe, einen Auftrag komplett zu voll zu machen, letztendlich, also alle 3 Würfel draufzulegen, das Schiff fährt weg durch meine Aktion, bekomme ich sogar 2 Zusatzprestigepunkte. Hier oben stehen die Preise. Ich bekomme praktisch für jeden Fleischwürfel, den ich drauflege, 3 Vatus und 5 Wohlstandspunkte. Kokosnuss 2, 3 und 1,1. Ne? Und wenn ich das alles hier abliefere, was abgebildet ist bei einem Schiff, kommt ein neues Schiff rein aus dem Vorrat und ich bekomme halt Zusatzpunkte. Deswegen kann man die Schiene machen.
Man kann aber natürlich aber auch die Touristenschiene machen und pro Runde wird so ein Chip gezogen. Da steht drauf, wie viele komische Touristen hier mit Foto und Unterhose und also so klassische Klischeetouristen kommen. Die stehen dann da als Pöbel in dem Hotel und die wollen auf die Insel gebracht werden. Und dazu kann jeder Spieler so kleine Häuschen, also Bungalows im Prinzip, auf Inseln bauen, die irgendwann mal da liegen. Und habe dann Bungalow dann mal drauf, kann ich bauen und dann kann ich einen von diesen Leuten aus der Hotelgeschichte mit meinem Schiff, das dann angrenzend platziert sein muss, in dieses Hotel hier abliefern. Muss aber nicht meines sein, also Hauptsache es sind irgendwelche Häuser auf der Insel, sage ich mal. Dann kannst du da Leute drauf schippern und jedes Archipel hat praktisch ein Maximumvolumen von Leuten, die sie aufnehmen können. Kann aber auch mal sein, es kommen wenig Touristen an, ist halt außerhalb Saison oder sowas und dann ist nicht genug da. Außerdem gibt es noch diese runden Felder, habe ich ja schon erwähnt, wo ich dann mit der Aktion Sandbilder malen, ein Sandbild malen kann. Und da kommen natürlich die Leute und sagen, oh, ist das schön. Und das verursacht dann auch Siegpunkte, Wohlstandspunkte, wenn man das macht. So, was haben wir noch? Genau, hier ist der Nachziehstapel für die Touristen. Jede Runde wird eins runtergenommen. Da steht drauf, 0 Touristen kommen, 1 Touristen, 2, 3. So. Ich kann aber auch Pause machen und mir dann aus diesem Chips hier eins aussuchen. Ich möchte Startspieler werden, ich möchte Wohlstandspunkte, ich möchte Wohlstandspunkte um Geld. Und wenn es einer wegnimmt, ist es weg, dann bleiben weniger übrig. Und so kann man praktisch diese Passenaktion, nenne ich es mal, vielleicht auch für sich nutzen, um was noch bei rauszuholen. Hier drüben haben wir noch eine Leiste mit einem Fisch drauf, die zeigt praktisch den aktuellen Fischpreis. Wenn ich nämlich fischen gehe, hier das Zeug aus dem Meer hole und das dann verkaufe, bin der Erste, dann ist der Fisch noch 3 wert. Dann 2, dann 1. Und das resettet sich dann auch immer in der Runde. So, damit haben wir das Spielbrett im Prinzip mal kennengelernt. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Aktionen ein bisschen genauer an. So, hier oben haben wir praktisch eine Auswahl von verschiedenen Aktionen. Die gehen wir gleich mal kurz durch. Aber nochmal zu dem Thema Gebotsmechanismus. Ja. Also ich habe 5 von diesen Chips und ich werde in der ersten Runde 2 davon auf eine Aktion legen, die ich gerne machen will. Oder ich lege nur einen drauf und noch auf eine andere Aktion, meinetwegen. Ne? Dann kommt der nächste Spieler dran, der macht genau das Gleiche. Der sagt, ah, oh, der Ralf, der will mir die Aktion wegnehmen, das geht gar nicht. Ich lege meine beiden Chips hier drauf. Und dann kommt noch der dritte Spieler und sagt, Arschlöcher, ja, ich mache hier das da und das da. Und meinetwegen macht er auch noch mit. So. Und das macht man halt, bis die 5 Chips alle weg sind. Und dann wird abgearbeitet, die Aktion. Und die Person, die am meisten Einfluss, nenne ich es jetzt mal, auf so eine Aktionsscheibe gelegt hat, die darf das zuerst machen. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn sie will. Du musst eine Aktion machen, wenn du dran bist. Aber welche, in welcher Reihenfolge, bleibt dir überlassen. Heißt, der orangene Spieler, der könnte jetzt schon herkommen und sagen, ich möchte die Aktion mit dem Segeln machen. Da bin ich eh der Chef hier gerade. Das heißt, ich darf zuerst, nimmt seine 2 Dinge runter, bewegt sein Schiff dann halt weiter oder was die Aktion macht. Und dann würde der nächste Spieler dran kommen. Der nächste Spieler, der grüne Spieler, der sagt, okay, hier herrscht Gleichstand, da hat jetzt keiner die Mehrheit von uns. Und wenn der Gleichstand herrscht, dann geht es um die Spielerreihenfolge. Na, wer wäre als nächstes dran? Und das wäre in dem Fall auch grün. Dann könnte sagen, grün, ah, ich mache jetzt das hier, bumm, nimmt's runter. Und dann ist die Mehrheit relativ klar, es ist nämlich bloß noch Türkis hier übrig. Und dann würde die kommen. Also öfters ist es mal so, dass du eine Aktion nicht zu dem Zeitpunkt machen kannst, wo du sie gerne machen wolltest, weil jemand anders vor dir dran ist, weil er mehr Einflusspunkte da drauf hat. Und das ist das Interessante in dem Spiel. Das zwingt dich praktisch dazu, ein bisschen immer umzuplanen, was die Aktionen angeht oder genau zu gucken, was in welcher Reihenfolge gemacht werden kann. Weil du musst eine Aktion machen, wenn du dran kommst. Du kannst nicht sagen, ich passe und warte mal oder so. Und du würdest jetzt gern mit deinem Schiff fahren, zum Beispiel. Oder du musst gerne mit deinem Schiff fahren, weil du als nächstes dann eine Aktion machst, die erfordert, dass dein Schiff an einer bestimmten Stelle steht. Du kannst die Aktion aber nicht machen, bevor der Spieler, der mehr Böbel da drauf liegen hat, die Aktion erledigt hat. Dann kannst du erst ran. Aber das passt dir überhaupt nicht in den Kram, weil du jetzt praktisch nicht rankommst und musst eine Aktion machen und musst jetzt die Aktion machen, die aber erfordert, du baust ein Haus auf einer Insel meinetwegen, aber dein Schiff ist nicht neben der Insel. Also kannst du die Aktion nicht machen, die verfällt dann und dann hast du Pech gehabt. Und das sorgt immer für viel Ärger und Frust und sich gegenseitig anschreien. Und da kommt der Spaß aus dem Spiel raus, dass man hier sinnvoll plant,
oder ein bisschen hofft, dass das klappt, oder wenn es einem wichtig ist, dass die Aktion in der Reihenfolge kommt, die man braucht, dass man dann dementsprechend auch seine Pöppel so drauflegt. Kann man schwer beschreiben, das muss man mal erlebt haben. Meistens geht die erste Runde dann so, dass man erstmal toll plant und da eine super Idee hat. Ich fahre hin und dann setze ich einen Touristen ab und alles in der Reihenfolge und dann male ich noch ein Sandbild. Aber dann kommt die erste Aktion, dass ich mein Schiff versetzen kann, überhaupt nicht an mich ran. Und dann verfällt alles und dann ist alles kacke. Und nach der ersten Runde merkst du dann, dass du einen Fehler gemacht hast, und im zweiten Mal machst du es besser. Ja, so läuft es eigentlich immer ab. Gehen wir die Aktion alle jetzt mal durch, einzeln. Ich mache es jetzt nicht von links nach rechts, sondern so, wie es am einfachsten zu verstehen ist. Ich fange gerade mal mit der Aktion an, die hier gerade zu sehen war, nämlich, das ist einfach Segeln. Ja? Also der Spieler würde sein Segelboot, das er da auf der ersten Inselkarte hat, um 1 bis 3 Ozeanblätter in eine beliebige Richtung bewegen. Und das kostet halt pro Feld, das du fährst, ein Watu. Also du musst auch Geld haben erstmal, um dich zu bewegen, und würdest dann pro Feld, das du dich bewegst, bis zu drei Watus abgeben. Das nächste ist gleich nebendran. Ich würde bauen. Ja, ich setze eine meiner Hütten auf einen leeren Bauplatz auf einer Insel und zahle dafür 3 Watus. So, das sind Baukosten. Die bringen am Ende Wohlstandspunkte am Ende vom Spiel. Und außerdem, wenn man da Leute absetzt oder so Sachen macht, gibt es natürlich Punkte, wenn da Hütten drauf sind auf den Feldern. So, was haben wir als nächstes? Machen wir das hier. Erkunden des Ozeans. Ich habe ein Schiff auf so einem Ozeanblättchen. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ja, nicht. Nehmen wir das da. Also nur zum Beispiel dieses Ozeanblättchen, da sind 2 Schatzkisten drauf. Und ich könnte dieses Blättchen, ich könnte jetzt tauchen und Schätze holen. Und dann würde ich praktisch einen Schatzmarker nehmen. Von der Höhe der Anzahl der Kisten, so ein Schatzmarker, der hat eine Zahl 2 drauf. Die bekomme ich, weil da 2 Kisten drauf sind. Bekomme den, der ist irgendwas wert. Nachher kommen wir dazu. Und weil ich jetzt runter bin und das Meer ein bisschen leer gefischt habe, würde ich auch eine Schatztruhe entfernen. Das heißt, der Nächste, der die Aktion macht, findet nur noch eine Schatztruhe vor und würde dann halt kein 2er-Token bekommen, sondern einen 1er-Token. So fischt man die Meere, sage ich mal, leer von Schätzen und von Fischen. Warum sollte man das tun? Weil halt, also ein Schatz bringt Wohlstandspunkte, wenn man ihn bis zum Spielende behält, aber er kann auch jederzeit für seinen Wert in Watus verkauft werden. Je nachdem, also brauche ich jetzt gerade Kohle, dann vercheck ich den Schatz, aber wenn ich ihn behalten kann am Schluss, dann kriege ich Siegpunkte dafür. Die gleiche Aktion, die so ähnlich funktioniert, ist Fischen. Gleiches Prinzip. Ich habe mein Schiff auf einem Seestück, wo ein Fisch drauf ist. Auch da hole ich den Fisch, bekomme dann ein entsprechendes Blättchen mit dem Wert des Fisches obendrauf und dann wird es abgenommen und dann ist kein Fisch mehr da. Auch hier gilt, den Fisch, den kann ich dann gleich verkaufen und dann für den Wert bekommen, der gerade auf dem Fischmarkt, sage ich mal, zur Verfügung steht. So, was gibt es noch? Machen wir mal die Aktion hier drüben. Das ist die Aktion, die ich jetzt gerade meinte, nämlich verkaufen einen Fisch, um einen Fisch zu verkaufen. Das darf man nicht sofort einfach so machen wie einen Schatz, wo man zur Bank trägt und dann kriegt man Geld. Einen Fisch muss man verkaufen und man muss da sein Schiff neben der Insel haben und er muss eine Hütte seiner Farbe dort haben. Ich muss praktisch auf einer Insel präsent sein, auf der ich Fische verkaufen will. Sonst bringen mir die Fische so per se eigentlich gar nichts und ich will das ja machen, um den größten Preis hier an Fisch zu bekommen, für 3 Geld sozusagen. Und wenn ich das mache, dann wandert der Fischpreis um 1 runter und führt die Geldleiste dann dementsprechend hoch. So, was haben wir noch? Kaufen und exportieren von Waren. Entschuldigung, habe es nicht gezeigt. Und das ist das, was ich meinte. Wenn ich die Aktion mache, darf ich Objekte kaufen aus dem Spiel und sie auf diese Schiffe legen, damit die dann abfahren und ich die Punkte bekomme. Und auch da muss ich mich wieder mit meinem Schiff neben einer Insel befinden und auf der noch diese Warenwürfel vorhanden sind. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Auf manchen Inseln, hier liegt es ja zum Beispiel, ist die Startinsel, sind diese Warenwürfel vorhanden, da kann ich sie abernten. Und hier als Vorschau mal, wenn ich später so eine Insel baue, da ist auch unten angebildet, was kann man denn da abernten. Und das wird ja jede Runde aufgefüllt, so dass man weiß, diese Insel produziert praktisch immer diese Kokospampe da. Und die kann ich hier praktisch kaufen, genau, zum entsprechenden Preis oder abernten. Da oben steht ja dann, was sie kostet. Ja.
Ich habe vorher gesagt, man kriegt das Geld, das stimmt gar nicht, das war Blödsinn. Also das ist die Gebühr des Artikels, wenn ich es kaufe auf einer Insel. Ich gehe praktisch zu den Eingeborenen hin und sage, ich kaufe dir die Kokosnuss ab, das kostet 2, lade sie dann auf ein Schiff, das dann davon fährt und ich bekomme dann 3 Siegpunkte dafür. So muss es eigentlich sagen. Ja. Und wie gesagt, ich bekomme einen Bonus von 2, wenn ich einen Auftrag damit komplett erfülle. Das alles soll diese Grafik sagen, aber im Prinzip sieht man hier nur ein Schiffsblättchen mit einem Würfel, der da draufgelegt wird. Man kann mit den meisten Symbolen auf den Karten wunderbar leben. Also wenn man mal verstanden hat, was man tut, ist das eine super Erinnerung, was man da so macht. Dann die Aktion ganz da hinten. Das ist dieses Zeichnen von Sandbildern, Sandgemälden. Man muss ein Segelboot in der Nähe einer Insel haben und da muss es ein leeres Zeichnungsfeld geben, so ein Kreis. Und dann würde ich praktisch so ein Sandgemäldespatein da drauflegen und erhalte sofort 3 Wohlstandspunkte. Und das ist eine ganz einfache Aktion. Ich brauche da halt Platz dafür. So, dann gibt es noch 2 Aktionen, die so übrig sind. Einmal ist es, wo sind sie denn? Die Touristen, genau. So ein Doni, wird man auf den Malediven sagen, so ein Bötchen, fährt praktisch Touristen, transportiert die dann hin und die werden aus dem Tourismusbüro auf eine Insel gesetzt. Und der Spieler erhält dann so viele Watus, also Geld, wie sich Hütten auf dem Inselblättchen befinden. Und das müssen nicht seine Hütten sein, das sind halt einfach Hütten. Und dann bekommst du am Ende Wohlstandspunkte für diese Touristen auf Inseln und dann ist es wichtig, ob eine Hütte von dir drauf ist oder nicht. Also hinfahren, kriegt Geld, egal welche Hütte, und dort sein am Ende vom Spiel bekommt Punkte für deine Hütten, die da drauf sind. Richtig. Wo ist es? Und achso, ja genau. Und dann gibt es noch Ausspannen, das ist die letzte Aktion. Das ist diese da. Man liegt am Strand und ruht sich aus und das ist das, was ich schon gemeint habe. Man nimmt sich dann diesen kleinen Stapel hier von diesen Chips und sucht sich einen davon aus. Startspieler werden, ein bisschen Geld kriegen, so einfach abhängen. Ja. Und das sind die Aktionen, die es da oben gibt und die man immer zur Auswahl hat mit diesem Beat-Mechanismus. Genauso gibt es ja dann unten diese erwähnten Karten, die man am Anfang einer Runde zieht. Und das ist ein Dauereffekt, den man jetzt den Rest der Runde hat. Nach der Runde muss man diese Karte aber abgeben und eine andere nehmen. Und zum Beispiel, man könnte hier den Sandmaler nehmen und das Anfertigen eines Sandgemäldes gibt ihm dann 5 Punkte anstatt 3, wenn du den hast. Also wenn du den vorher nimmst, musst du natürlich, damit sich das gelohnt hat, in der Runde auch das Thema Sandmalen vorantreiben. Bedeutet, die Aktion musst du bekommen oben natürlich durch Gebot und ein Schiff sollte natürlich in der Nähe sein. Also falls die Bedingungen schon da sind, das Schiff ist schon da und dann kannst du im Prinzip deine volle Wucht an Markierungen praktisch oben auf die Aktion legen, damit auf jeden Fall das kommt und dann lohnt sich die Karte auch. Macht immer viel Siegpunkte. Wir haben einen Bettler, der Bettler, da ist er. Er darf bis zu 3 Wohlstandspunkte in Vatus umtauschen. Ein Vatu pro Wohlstandpunkt. Auf der Art kannst du praktisch Geld an Land holen, wenn du nur Siegpunkte hast. Hier haben wir auch den Hüttenbauer. Man bezahlt hier praktisch nur ein Watu anstatt 3, wenn man den hat. Also lohnt sich, wenn man viele Hütten bauen will in der Runde. Wir haben den Einkäufer, der Procurement Manager. Ne? Beim Kauf von Waren kann er sich kostenlos noch einen zweiten Würfel derselben Ware auf den Vorrat nehmen. Beispiel, ich möchte ein Schiff beladen mit Kokosnuss. Ich zahle da 2 Geld für eine Kokosnuss und bekomme noch eine zweite Kokosnuss umsonst dazu. Coole Sache. Und das macht es dann halt schon ganz kompliziert. Der Taucher, für jeden Schatz, den er hebt, erhält er sofort die Höhe des Wertes in Vatus, heißt es. Und dann kann er ihn ja theoretisch immer noch, auch noch verkaufen. Aber er findet, also er bekommt das Geld auch schon für den Schatz, während er ihn birgt und darf ihn dann auch noch behalten. Wie das erklärt wird, weiß ich nicht, aber vielleicht Touristen, die ihm dann Münzen zuschmeißen. Der Fischer ist im Prinzip was Ähnliches. Wenn er den Fisch fängt, dann bekommt er sofort Wohlstandspunkte in der Höhe des Wertes des Fischblättchens und behält das Fischblättchen dann auch noch, das er dann nachher verkaufen kann. Was haben wir noch? Die Gouverneurin. Also statt Aktion eines Spielers kann der Spieler auch alle Aktionsmarken von einem Aktionsraum auf einen anderen Aktionsraum seiner Wahl versetzen. Das ist voll gemein. Ne? Also praktisch, wenn er sieht, er hat jetzt da oben verloren bei den Aktionauswahl, weil der orangene Spieler hat ihn dann überboten und die ganze Aktion ist am Arsch, kann er sagen, ah, alles okay, ich nehme jetzt alle meine Chips von dem Feld runter, das ich eh nicht so schnell bekomme und versetze es woanders hin. Sehr mächtiges Tool. Ja. Touristenführer, machen wir als nächstes, was ist denn?
Für jedes Sandgemälde, das auf einer Insel ist, auf die sie einen Tourist absetzt, erhältst du sofort 2 Wohlstandspunkte, weil die steigen aus dem Doni-Boot aus und sehen, guck mal, Karl-Heinz da drüben. Und dann macht er ein Foto mit seiner alten Spiegelreflexkamera mit Kodak-Film drin und dann gibt es gleich Punkte. So, was haben wir noch? Der Navigateur, er kann sich beim Segeln kostenlos diese Felder bewegen, den habe ich ja schon gesagt, also ich muss nichts zahlen. Der Prediger kommt noch, erlaubt dem Spieler eine Aktion auszuführen, in der er nicht die Mehrheit besitzt. Das ist auch sehr mächtig. Aber Bedingung ist halt, dass er in keiner anderen Aktion zu diesem Zeitpunkt gerade noch die Mehrheit hat. Die muss er praktisch zuerst abarbeiten. Und wenn er dann praktisch irgendwo Gleichstand oder schlechter ist, dann kann er sagen, ich spiele jetzt die Karte und ziehe sie vor. Sehr cool. Und dann als letztes noch der Verkäufer. Spieler darf auch dann Fisch verkaufen, wenn er auf keiner angrenzenden Insel eine Hütte hat. Also der macht den Bauchladen, sag ich mal, aus dem Schiff runter. Und man entscheidet sich am Anfang der Runde, bevor man weiß, wie es eigentlich mit den Aktionen, mit den Geboten für die Aktion aussieht, muss man so einen Typen da unten wählen. Und das erfordert schon ziemlich viel Vorausbildung und Hirnschmalz, sag ich mal. Und das macht es voll interessant. Ja, das ist Vanuatu und verbindet praktisch dieses Urlaubsfeeling von so einem Spiel mit einer relativ knackigen Wirtschafts- und Planungssimulation und das ist richtig cool. Vor allem das Gebotsmechanismus-Ding kann zu viel Frust führen, aber auch zu extremen Erfolgserlebnissen, wenn man richtig plant. Und wenn so ein Zug halt richtig gut durchgeht, ja, weil ich geplant habe und es kommt auch in der Reihenfolge, wie ich es haben will und alles klappt, dann ist das so geiles Gefühl. Ja. Das ist super. Das Spiel, so wie es hier steht in der 2. Edition, bringt auch eine Erweiterung mit, die man einbauen kann. Die habe ich selber ehrlich gesagt noch nie gespielt. Die heißt Ansteigender Meeresspiegel und man würde praktisch noch so ein Markerchen drauflegen und muss Dämme bauen oder so, dass die Inseln nicht überschwemmt werden. Da ist auch ein Würfel dabei. Also weiß ich nicht, aber falls es das Grundspiel einem schon genug ist, kann man hier praktisch noch ein bisschen mehr Regeln reinbringen. Aber alles toll. Spielmaterial gefällt mir sehr gut mit diesen Schildkröten-Symbolen, Schiffchen und den kleinen Schatztruhen. Schade sind halt, dass die Ressourcenwürfel halt Würfel sind, aber mein Gott, das ist ja in Ordnung, passt dann gut. Und es ist durch seine 8 Rundenbegrenzung dann auch kurzweilig genug, aber es ist schon ein anstrengendes Spiel mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten und knackigen Bodenkämpfen um das Thema Geld, Watus und vor allem, welche Aktionen man spielt. Ideal also praktisch für einen Urlaub auf einer Insel. Ja, das ist Vanuatu in seinen Grundzügen. Wenn ihr ein genaues Regelvideo sehen wollt, wie das Spiel sich genau spielt, mit ein bisschen detaillierter Erläuterung, dann empfehle ich tatsächlich das Video von Dominik bei der Board Game Engine, der konkret zu diesem Spiel so ein Wie spielt man das machen gemacht hat. Das sollte jetzt ein grober Überblick sein, um darauf hinzuweisen, das Spiel gibt's ja und wie spielt sich das allgemein, damit man jetzt losziehen kann und schauen, wo man das auf dem Sekundärmarkt am besten herbekommt. Ich finde es ein klasse Spiel, weil ich mich mit der Szenerie, der Thematik einfach mich sehr wohl fühle. Das ist immer gerne Spiel, so ein Thema oder sowas. Wenn man jetzt praktisch aber, wie ich das schon so überheblich gesagt habe, gar nicht mit so Inselurlauben und Paradies und so polynesisches Zeug und Türkiswasser und so überhaupt gar keine Berührung hat im Leben oder so und es einem nicht wichtig ist, weil man halt andere Art von Urlauben oder so gemacht hat, dann wird man aus der Thematik halt vielleicht nicht so viel rausschöpfen. Ja? Aber ich finde es einfach, ich kann mir das stundenlang anschauen, einfach dieses Bild, diese Szenerie und dann halt auch noch mit den coolen Mechanismen, wo man andere Mitspieler am Tisch hasst, weil sie einem die Aktion wegnehmen oder praktisch die Reihenfolge stören, sodass der ganze Zug am Arsch ist oder so. Das ist schon recht geil. Ja? Und da ist man dann immer praktisch ein bisschen selber schuld und denkt, hätte man das nicht anders geplant. Oder auch die Möglichkeit, dass ich mich eigentlich entscheiden kann, mache ich jetzt mehr so diese Exportmarktgeschichte, verdiene ich meine Siegpunkte damit, dass ich Güter kaufe und wegschiffe, oder mache ich mehr so die Touristenschiene und mal da irgendwelche Sandsachen in den Strand oder so. Da ist man ein bisschen frei, was man so tut. Und wenn man dann auch die richtigen Charakterkarten zieht, die das Ganze dann boostern, dass man da mehr Siegpunkte bekommt, das ist auch sehr befriedigend. Also man hat da die Möglichkeit, jedes Mal einen anderen Ansatz zu wählen beim Spielen. Und das macht schon recht viel Freude und ich habe das alles sehr gern. Das Spielmaterial ist schön und auch hochwertig und dick und kommt immer wieder gern auf den Tisch. Wobei das jetzt echt schon lange her ist, dass ich das mal wieder auf dem Tisch hatte. Und wir werden das jetzt auch im öffentlichen Spieletreff zum Abschluss des Sommers, also bevor die Sommerpause beginnt, nochmal auf den Tisch bringen, ganz sicher, damit es einfach mit einem guten Gefühl in die Sommerferien entlässt.
Ja, von daher Empfehlung meinerseits, absolut ein schönes, schönes Spiel. Aufpassen, zweite Auflage, optisch viel schöner. Es gibt eine Erstauflage, die nicht so hübsch daherkommt, was die ganze Farbgebung und die Szenerie und so angeht. Da ein bisschen aufpassen. Und in diesem Sinne jetzt auch schon mal der Hinweis, dass ich mich auch so ein bisschen in die Sommerpause begeben werde. Der übliche Rhythmus, wie die Videos online gehen, wird sich vielleicht ein bisschen auseinanderziehen. Allein schon deswegen, weil ich komme gerade nicht mehr so viel zum Spielen. Ich besorge mir auch kaum neue Spiele gerade. Ist halt so, wenn man hauptsächlich Klassiker oder Oldies oder irgendwas bespricht und sich für die neuen Sachen nicht so interessiert. Mal gucken, wie es weitergeht, wenn es mal wieder läuft. Ich muss jetzt erstmal wieder ein paar Spiele lernen und die mal auf den Tisch bringen, damit ihr was drüber sagen könnt. Also von daher nicht erschrecken, wenn jetzt nicht jede Woche irgendwas kommt, sondern es sich ein bisschen auseinanderzieht. Das ist ganz normal. Na, mal schauen, wie es läuft. Aber als Urlaubsabschluss, Zuckerchen oder so, vielleicht das hier mal. Man sieht sich später mal wieder. Bis denne, macht's gut, bis bald, euer Snob.